So, willkommen zu der Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge hier mit TheDirtyDancer64. Hallo! Der dritte Part und ja, eigentlich ein neuer Aufnahmetag. So, im letzten Part habe ich hier den Affen abgeholt. Und ja, wir könnten jetzt eigentlich schon längst in die Arena. Wie sieht's bei dir aus? Ich weiß nicht, ob ich den Affen abholen soll, weil ich muss ja jetzt gegen Chatham kämpfen und der hat Glutexo. Also ich krieg den Wasseraffen gerne und so. Das wäre mir schon hilfreich, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock auf den Affen, Mann. Der ist so voll scheiße, ich weiß nicht. So, ich habe jetzt auch den Finsterball noch abgeholt. Das habe ich im letzten Part gesehen, dass du den Finsterball da abgeholt hast bei dir. Wusste ich auch noch nicht. Alter, so früh ein Finsterball, was zum Teufel? Das ist echt geil. Ja, cool, dann kann man sofort in der Höhle da ein Pokémon fangen. Ja, aber ich meine, Finsterbälle sind eigentlich sau wertvoll, ne? Ja. Ja, cool, oder? Ja. Nachtnebel. Was denn? Das Ziel sieht eine Illusion, richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Hä? Nachtnebel, was ist das für eine Attacke? Ich trainiere jetzt noch ein bisschen. Habe ich jetzt auch Adolf auf Level 15? Ja, das sollte schon, oder? Auf Level 15? Ich hab beide auf Level 11. Was? Ja. Ja, ich habe den gerade eben noch offscreen bei den Vorbereitungen noch ein bisschen hier im Gras gekämpft, aber so wenig. Ich habe kein bisschen gelevelt offscreen. Das war wahrscheinlich der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe Angst vor dem Kampf, Mann. Ja, ich auch. Ich warte jetzt einfach noch auf dich, bis du alles geschafft hast da und dann können wir noch ein bisschen trainieren, meinetwegen. Ich trainiere jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal gegen Cherim kämpfen und je nachdem. Also ich weiß nicht, wie schwer jetzt der Kampf wird. Ja, weil ich weiß nicht, man darf ja pro Gebiet nur ein Pokémon fangen und in der Traumbrasche hätte ich dann einen Affen und darauf habe ich gar keinen Bock, aber. Ich meine, man darf ja, also die anderen wilden Pokémon kann man ja nur fangen, wenn man Zerschneider hat. Und ich habe deswegen habe ich zurzeit gerade gar keine andere Möglichkeit, als mir den Affen zu holen. Okay. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß es nicht. Geh einfach erstmal zu Cherim. Wünsch mir Glück, nicht, dass ich wieder so. Keine Ahnung. Irgendwas Dummes erwische oder so. Einen Trank abgeholt und einen Pokéball, okay. Na, 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 na. Da oben war ich auch noch nicht. Ach so. Irgendwie. Ich bin einfach nur durchgerusht. What the fuck? Warum heißt bei mir Chatten Malois? Was? Oh mein Gott, der fängt mit Glutexo an. Bei mir heißt der nicht Chatten, sondern Malois oder so. Irgend so ein dummer französischer Name, den ich nicht aussprechen kann. Hä, irgendwie heißt er bei mir voll komisch. What the fuck, man? Sonnenkind! Oh! Okay, ich hab mich beruhigt. Alter, wenn das nicht knapp war, ne? Ich hab erstmal so den Herzschock bekommen. Okay. Weil die Leiste so voll schnell gesunken ist, aber dann ist sie bei 5 stehen geblieben. Wow. Okay, Adolf, komm. Boah. Hey, ich weiß nicht, warum heißt der denn. Hieß der schon. Schreibt mal in die Kommentare, ob der schon die ersten zwei Parts lang auch so hieß. Weil das muss ja, glaube ich, dann an der ROM liegen irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Bibor ist eingeschlafen, die Augen sind trotzdem offen. Also bei mir ist der Cherim. Ganz normal. Oh mein Gott, für den Schlag. Ach so, ja. Nein, Nachtnebel, mal schauen, was Angriff das für eine Attacke ist. Und nochmal Angriffssenkung, Alter. Erstmal Betrohr. Weißt du zufällig, wie viel Schaden Nachtnebel so macht? Also irgendwie so. Keine Ahnung, weil. Da stand irgendwie, der macht Schaden gemäß des Levels des Anwenders und ich habe das nicht verstanden. Ja, wahrscheinlich Schaden in Höhe des Levels des Anwenders. Das heißt. Im Moment. Also je höher mein Level im Vergleich zum Ding ist, oder was? Gegner. Nee, wahrscheinlich. Komplett. Also, wenn du Level 100 bist, macht's 100 Schaden. Ach so. ja, toll, dann ist es ja jetzt schlecht. Ja. Nee, so genau weiß ich das auch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt Glück gehabt habe, weil Magnetilo wäre fast gestorben bei mir. Das ist cool. Hallo, Baby! Musik ist immer noch geil. Halt auch immer.
ist irgendwie so ein Walzer oder Schlager oder wie man die nennt. Ich höre jetzt nicht jeden Tag solche Musik, aber ja. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Arena. Also ich, ja, ich glaube, ich mache jetzt ein paar Arena-Kämpfe, aber nicht den Trainer gleich, weil keine Ahnung. Okay. Übrigens ist das ja auch so ein lustiges Spiel, Bodenplatten, aber ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der es nicht checkt, was man hier so machen muss. Nee, glaube ich nicht. Auf welche Felder man gehen muss. Alter, das dauert aber saulang, bis ich hier mal ein Level abbekomme. Das nervt mich sowieso, dass ich da ständig wechseln muss, weil ich meine, ein Psycho-Pokémon gegen Psycho-Pokémon ist nicht so gut. So. Pokémon gegen Psycho-Pokémon. Ja, stimmt. Ich habe das eben gerade verwechselt mit Geist gegen Geist, deswegen. Okay, Nachtnebel! Ein Mashop. Ups, was mache ich? Hä, ich wollte gerade. Mashop zeigt seinen coolen Bizeps. So. So, geht das, okay. Ich hab die Wassermelone. Level 16, cool. Ja, obwohl, eigentlich habe ich ja mit meinem Ding, meinem Killer hier ziemlich gute Chancen hier gegen alle. Gegen alle Pokémon. Ja, du hast mit deinem Killer immer Chancen. Jeden, außer Eis-Pokémon. Ah, scheiße, stimmt. Mann, ich vergesse die ganze Zeit, dass es hier alles gerandomized ist. Ja. Naja. Okay, der erste Trainer hatte bei mir einen Mashok. So einen fetten Gangster-Mashok mit den Muskeln. Und oh mein Gott, der hier hat jetzt einen Baldorfisch. Okay, egal, ich lass mich einfach mal überraschen. Baldorfisch, Mann. Der sollte auch vielleicht eine Entwicklung bekommen. Oh, ich hab vergessen, in die Trainerschule zu gehen. Wow. Ja. Unglaublich. Ja, gegen Chellen kämpfen. Ja, muss ich auch noch. Irgendwie muss man bei dem Spiel end oft gegen seine Rivalen kämpfen, weil. Also am Anfang, wo man die Pokémon bekommt, kämpft man ja gegen die. Und kurz bevor man die Stadt erreicht hat, hat man ja gegen Bell gekämpft. Und jetzt nochmal gegen Chellen. Und ich erinnere mich, dass man auf der nächsten Route oder so auch nochmal gegen Chellen kämpfen muss. Weil, keine Ahnung. Sau dumm. Ist irgendwie. Na gut, nicht aber. So cool gemacht, aber okay. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich habe Angst gegen Cheryl. Und ich weiß jetzt nicht, soll ich mir jetzt den Wasseraffen holen oder soll ich lieber ein anderes Pokémon im Gras fangen? Weil ich habe gar keinen Bock auf den Affen, aber wenn ich das jetzt nicht riskiere, dann... Weiß nicht. Könnte ziemlich scheiße ausgehen, wenn ich da meine Magnetilo und Alpollo stehe. Der Gegner hat zum Beispiel einen, keine Ahnung was, Killer. Alter, ich bin gerade so ein Schisser. Ich setz einfach die ganze Zeit nur Brutalanda ein. Naja, hätte ich einen Brutalanda, würdest du ja auch müssen. Ja, gut. Was halt das Ding? Magnetilo hat Robustheit. Oh, genau, das hat mir sogar jemand unter dem, im letzten Part unter den Comment, also in die Kommentare geschrieben. Weil Geduld hätte Magnetilo nicht getötet. Metang ist ja an Geduld gestorben. Mhm. Und Magnetilo hat Robustheit, aber das habe ich da nicht bedacht, was weiß ich. Stimmt, das wäre gut gewesen, hättest du das noch drin gelassen. Aber das wusste ich auch nicht. Daran habe ich auch nicht gedacht. Naja. Man lernt nie aus. Ich habe so Angst, Mann. Ich habe. Ja, vor allen Dingen, ich bin noch total underleveled hier. Mit Level 11. Das nächste Mal trainiere ich noch. Ja, trainiere. Ich habe auch. Ey, habe ich jetzt overleveled oder was? Nee, okay, ich habe nicht overleveled. Oh mein Gott, ein Feuer-Pokémon. Aber ich habe offscreen halt kurz trainiert gehabt. Das weiß ich nicht. Oh yeah. Jetzt mal Hypnose ein. Sehr sinnvoll. Gut, dass Hypnose nicht so oft daneben geht. Weil irgendwie ging es bei mir immer daneben, aber okay. In der. Vierten Generation ging das so gut wie nie daneben, aber das wurde jetzt wieder geändert. Echt? Ja, ja toll, der oh mein Gott, der ist jetzt sofort aufgewacht und setzt Schlecker ein, aber okay, das sieht nicht so viel ab. Komisch, der Feuertyp hat genauso ein Feuer-Pokémon bekommen. Naja. Ding, Furni, Spaß. Was macht jetzt der Pflanzenfuzzi da vor der Tür? Ist der immer da? Ach, du bist nicht in der Arena? Nein. Das. Okay, einer ist schon mal tot.
Ach egal, komm. Einfach mal ansprechen. Kann gar nichts. Level 17, oh mein Gott, ich glaube, ich habe echt overlevelt, Mann. Haspiro! Nein, ich hatte Floink nicht, ich habe guter Lander. So geil, ich stell dir vor, der sagt, hey, du hattest einen Floink. Dann kommst du mit deinem guter Lander so. Ja. Oh, ich merke gerade, ich kann gar keine Geistattacken einsetzen gegen Haspiro. Ja, dann muss ich wechseln. Ich hoffe, der wacht jetzt nicht auf. Boah, ich habe aber, ich habe keine Lust mit Blade hier zu kämpfen. Ich wechsle auf Killer. Es ist halt auch schwer, einen Trassler zu trainieren, halt ganz am Anfang. Ja gut, ich habe schon Konfusion, immerhin, ne? Ja, aber Trassler hat ja halt nicht so ultra geile Werte, oder? Ja, geht. Das Wesen ist schon mal nicht so schlecht, wobei der Spezialangriff gesenkt wird, was mich auch... Nein! Wir hatten einen KP überlebt und jetzt setzt er dann ein AW. Ein Bisasam, okay. Bisasam? Ausdauer, ey, komm. Nerv nicht. Bisasam ist jetzt nicht so schlimm. Ich zögere jetzt einen Kampf raus. Oh. Schön, dass Biss auch mal seine schöne Wirkung zeigt. Was? Ja. Was zeigt seine Wirkung? Ja, Biss kann ja den Gegner zum Zurückschrecken bringen. Ach so. Ja. Okay, ich habe den ersten Orden. Ja? Wow. Oh Mann, ey. Ja, ich chill dann noch ein bisschen in der Traumbrasche und warte auf dich. Ich muss sowieso noch ein Pokémon fangen. Gut, dass ich den Affen nicht abgeholt habe, aber ich hatte echt Angst, Mann. Ohne den Affen... Bei mir hängt irgendwie das Spiel gerade ein bisschen, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Kraft. Ja genau, übrigens hatten wir doch die TMs auch gerandomized, gell? Oh. Weißt du, was ihr jetzt bekommen habt? Kraftwelle. Das Tier wird mit einer Schockwelle angegriffen. Oh, cool, Kraftwelle. Das war doch diese eine Attacke, die Lucario immer so erlernt hatte, oder? Riolu konnte das schon. Ja, ja. Das ist cool. Kraftwelle. Yeah! Oh, okay. Gut. Dann wünsche ich mir in der nächsten Route einen Riolu. Aha. Traunfugil, ja, komm. Weiterkämpfen. Warum hat er... Das ist so unfair, Mann. Du musst dauernd gegen Psycho-Pokémon oder sowas kämpfen, oder Geist. Ja, irgendwie schon. Und ich hab Biss. Das ist nice, irgendwie. Ja, und hat sich sogar gereimt. Na, egal. Hallo, ich erkläre dir die Traumwelt, Halsmauer. Nein. So. Oh, Moment mal, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich Zerschneider einsetzen muss, aber kein Pokémon hat, was das und, Zerschneider kann? Steht da? Warum steht da? Ach, egal. Ich würde sagen, Leute, dann gilt das nicht als Regelbruch, wenn ich jetzt ein anderes Pokémon fange, oder? Weil ich denke jetzt mal nicht, dass Magnetilo und Alpollo Zerschneider erlernen können. Nee, ist ja nur nicht. Ein... Sklave, oder? Ich glaube, Sklaven darf man sich so fangen. Die darfst du dann halt nur nicht trainieren. Ja, ja. Also überhaupt im Kampf nicht benutzen. Aber ich schau trotzdem mal, ob das Ding leicht erlernen kann. Metang, komm mal kurz. Metang. Ich denke zwar nicht, aber der hat so Clownhände. Ich weiß nicht, könnte sein. Clownhände, nein, nicht Clown wie der Clown. Clown. Oh, der kann's sogar. Okay. Da muss ich keinen Sklaven fangen. Gut, ja, du bist ja sowieso tot, gell? Deswegen, ja, egal. Okay, oh. Killer Level 12 hier. Oh Gott. Ich hab Angst. Ey, Mann, ich will auch ein Brutalander. Krieg ich, wenn jetzt in der nächsten Route ein Brutalander kommt? Hab nicht geheilt. Ich hoffe, in der nächsten Route kriege ich auch so ein Pokémon, was Ding overpowered ist. Jo, ich muss jetzt gegen den Wassertyp antreten. Sehr schön. Oh, stimmt. Hässlicher. Pass auf, dass sich die drei nicht vergewaltigen. Also bei mir wollten die es sowieso schon machen, weil... ja, ich meine... Wir waren in Überzahl, das sind Jungs, ich bin allein, so ein Mädchen so. Aber dann habe ich mich mit meinem Alpollo gewehrt. Scheiße. Dem Alpollo sie alle abgeschleckt. Ein Eis-Pokémon. Oh, jetzt wird's spannend. Die erste Probe. Also ich weiß nicht, ob Sejong jetzt schon hier... Eis attacken kann. Ich hab Angst, wollte ich sagen, nicht Eis. Kann sein. Ja, vielleicht schon. Auf welchem Level ist es denn? Ich schau mal hier. Mr. Plant, komm rein! Mr. Plant ist mir sowas von egal, deswegen einfach mal reingeschickt. Na komm, Mr. Plant. Ah, Aquaknarre, okay. Okay, er kann anscheinend keine Eisattacken, sonst hätte es jetzt eine Eisattacke eingesetzt.
Okay, dann kommt Killer jetzt rein. Auch wenn man es jetzt doch so Blizzard ein oder so. Blizzard, genau. Ey, Attacken gerandomized, das wäre echt auch irgendwie krass. Oh mein Gott, das wäre zu heftig, Mann. Ja, bleiben wir drin mit Adolf. Adolf erledigt seinen Job gut, er ist hier der Massenmörder und ja, Nachtnebel ist eigentlich doch nicht so eine unbrauchbare Attacke. Okay. Ich hab zwar, bei mir ist zwar immer noch Ding, also Spezialangriff wird gesenkt und Angriff Ding. Aber ich meine, okay, das Wesen ist wirklich das Scheißeste, was ich hier bei Adolf gekriegt habe. Aber das ist noch lange kein Grund, das einfach so wegzuwerfen. Krakeno. Also später vielleicht schon, aber jetzt noch nicht. Vor allem, ich habe ja erst zwei Pokémon. Jetzt will ich es noch im Team behalten. Ja, komm. Krakeno kann jetzt auch nicht unbedingt etwas, was mir schaden könnte. Krakeno? Hast du eigentlich den Sprite von Nidorino hier gesehen? In der 500 Zone habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Das sieht voll cool aus. Merke ich gerade so. Nidorina. Nidorino. Was zum Teufel? Aufruhr, wie viel das abzieht. Scheiße. Ja, dann würde ich an deiner Stelle mal aufpassen, mein Lieber. Kann ganz schön ins Auge gehen. Was hat ja gar keine Augen. Los, fuck, scheiß fuck. Den Traumdunst aus. Oh, 7 KP, komm, das schaffe ich. Jawoll. Alter. Okay, bei mir war es jetzt auch das erste Mal richtig knapp hier. Und bei mir wird gerade ein Tier verprügelt, Pokémon. Ey, das ist Tierquälerei, Mann. Hört auf. Ja. Gut, dann kämpfe ich gegen euch. Oh, übrigens, ich finde den Ding auch geil. Team Plasma Soundtrack ist eigentlich auch ein... Oh yeah, Blubstrahl, geil. Was ist passiert? Der Kerl hat ein Deoxys. Ach du Scheiße. Team Plasma... Wenn er jetzt irgendwie Psycho-Ding ein... Ich bin tot, ich bin tot. Aber ich muss es riskieren, ich kann ja... Oder? Ich will es nicht riskieren. Adolf, komm sofort zurück, Mann. Ah, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Okay, der kann Silberblick. Ich hoffe, nichts anderes. Weil Ding, legendäre Pokémon lernen ja erst die ganzen guten Attacken erst später eigentlich, aber ich weiß. Wickel, oh mein Gott, okay. Ja, genau, ich wollte gerade nur sagen, ich finde die Plasma-Musik eigentlich ziemlich cool. Wie findest du sie? Ja. Ja, nicht ziemlich. Ja, nice. Man, kann ich hier pennen? Nee. Sah so aus, weil hier irgendwie so ein PC steht. Ich hab grad echt Angst gehabt, Mann. Ich hab grad echt Angst gehabt. Level 16 für Sorgenkind. Mhm. Warum nennst du dich Sorgenkind? Was ist das für eine Behinderte? Ich geh jetzt erstmal hier heilen. Heilen. Oh. Und dann können wir auch in der nächsten Route endlich das nächste Pokémon fangen. Oh yeah. Breton. Na, ich muss ja noch in der Traumbrasche ein Pokémon fangen. Ich hoffe, es ist wirklich was Cooles dabei, weil ansonsten, ja, habe ich mir die ganze Ding. Also hätte ich. Oh, fuck. Also hätte ich von Anfang an auch den Affen nehmen können. Also, ja. Ich hoffe echt, es ist. Was mit dem Typ jetzt nochmal genau? Irgendwas wollte was der. Was ziemlich cool ist. Ja, ich muss erstmal zu der Vivian. Aber ja, was. Das verstehe ich sowieso nicht. Da muss man teilweise einfach zu Leuten zweimal gehen. Also ich kapiere teilweise die ganzen Sachen nicht. Ja, warum bin ich jetzt rausgegangen? Egal. Wo? Oh. Ja, aus dem Haus. Boah, der schlägt ihn ja immer noch, Mann. Peter ist Jesus. Hallo, hört mir zu. Kommen. Ach genau, sagen, ja. Dass ihr die Tiere nicht quälen dürft. Irgendwas mit Somnium, Somnivora. Fusion. Bla bla blub. Da muss ich jetzt gegen die, genau, genau. Du brauchst doch Schneider, gell? Also, in Sklaven, nur so. Oh, ich glaube, der Affe kann das ja. Ja, Mr. Plant kann das. Mr. Plant! So, hier hast du dein Somnium, Mann. Du bist jetzt endlich glücklich. Das wäre cool, wenn es auch gerandomized wäre. Was? Ah ja, der Sprite. Achso, nee. Das leider nicht, aber das wäre geil.
Also ich habe das ja gerade gemacht. Das ist echt übrigens voll traurig, dass sie das Pokémon so geschlagen haben. Echt das böseste Team hier. Schlagen Pokémon. Wie gemein ist das denn? Okay, ich hau auf. Ja, egal, komm. Vergessen wir einfach Kratzer. Ich werde dieses Pokémon eh nie gebrauchen. Ich werde es auch nicht irgendwie leveln. Das wird jetzt mein Sklave sein hier. Mr. Plant. Ja, ich würde auch vorschlagen, dass du den nicht levelst, weil der Apfel ist echt schlecht. Obwohl, der kann sich ziemlich früh entwickeln mit so einem Blattstein, den man dann ziemlich früh kriegt in New York. Wie heißt denn die Stadt? Statue City, genau. Jo. Okay. Pokémon. Voltenso wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn das? Achso, Voltenso. Oh, okay, cool. Aber ich bin geschwächt. Fuck. Ja. Toll, jetzt wollte ich Hypnose einsetzen. Sorgenkind. Okay. Jaula. Oh mein Gott, wehe, der kann jetzt Brüller, gell? Wehe, der kann jetzt Brüller. Oh Gott, ich hab so eine Angst. Jetzt gegen hier Team Plasma. Ja, komm. Alter, oh, die schlagen das einfach. Nein, so fiese. Okay. So fiese Möb. Komm. Let's fight. Pokéball. Bam. Warum nicht, Mann? Warum nicht? Okay, schade dir selber, komm. Also der hat gerade seinen Angriff gesteigert. Und jetzt, bam. Mark. Wenn er sich selber schält, dann ist das so viel irgendwie. Gott sei Dank habe ich hier Killer. Ein Magbrand, ach du Scheiße. Wer hat Magbrand? Der Team Plasma-Fuzzi. Ja, bei mir hat er einen Deoxys, Mann. Okay, das ist was anderes. Stimmt schon, und Magbrand ist jetzt down, yay. Und ich bekomme jede Menge Voltenso. Erfahrung. Nice. Wie kann ich den Voltenso nennen, so einen Hund? Was kann sie dem Hund für Namen geben? Hotdog? Nein, das wäre Fukano. Donnerhund, Raikou, nee. So. Ein Shillock. Ja, geht. Ist noch ertragbar. Und nochmal Biss. Ich weiß, der Name ist gerade furchtbar unpassend. Oh, da ist wackelndes Gras! Aber ich gehe jetzt nicht hin, weil da meine Pokémon sind geschwächt und da ist sowieso kein. Oh doch. Akamaru habe ich das jetzt einfach genannt, weil mir gerade nichts Besseres eingefallen ist zu einem Hund. Akamaru ist zwar nicht so ein Donnerhund, aber okay. Besen war. Was war Besen? Hart. Ich glaube, das steigert die. Oder? Alter, die schlagen das immer noch. Es geht ab. Heißwesen. Okay, ja, Spezialverteidigung steigt, normale Verteidigung sinkt. Aber immerhin einen Akamaru. Ich finde das auch so lustig, wie sich einfach Jesus auf einmal teleportiert. Nein, da sind auf einmal so zwei und dann wird es so Fusion. Und ja. Das ist irgendwie wirklich ein bisschen, dass da kleine Kinder nicht Angst bekommen, wenn die das spielen. Oh Mann, ich glaube, ich werde meinen Hund in Ding in ja, in der Box ablegen, weil ich habe mir schon Magnetilo als Elektro-Pokémon. Dann hätten wir Anti-Donner-Schwäche und das, Anti-Boden-Schwäche und das wäre nicht cool. Glaube ich. Aber kurz, wir holen uns. Übrigens, du kannst auf Route 2 nochmal ein Item holen, wenn du danach zurückgehst. Ich weiß aber nicht, was. Ich weiß nicht mal, ob es sich dann lohnt, zurückzugehen. Supertrank, okay. Supertrank und gibt's hier noch was? Superball, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich. Fangen wir gleich in der nächsten Gebiet auch noch ein Pokémon. Mhm. Oder soll ich erstmal schauen, was. Ja, ich will mir auch gleich noch ein Pokémon fangen, muss ich ja. Ich habe ja. Ah, eine... ich kann hier sogar Ding. Ich kann in Odeon City auch noch ein Pokémon bekommen, aber ich brauche ja eine Angel. Ohne Angel wird das nichts, Mann. Das Schwule ist ja, dass die Angel hier in diesem Spiel irgendwie abgeschafft wurde, also man kriegt nur die Superangel. Und das erst ziemlich nach spät. Der Liga. Jo. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Naja, das ist. Ja, doch, eigentlich schon. Wir haben eine alte Tradition gebrochen. Wir wollen ja nur bis zur Liga machen, ne? Ja, lohnt es sich jetzt zurückzugehen hier?
Ja, komm, lohnt sich. Und aber ich gehe erstmal meine Pokémon heilen. Oder war ich gerade eben meine Pokémon heilen? Oh Mann. Ich war gerade eben so. Ah, ich war meine Pokémon heilen und jetzt kommt Blade mal wieder nach vorne. Ich möchte nämlich wirklich noch ein bisschen leveln. Wann entwickelt sich Wie findest du eigentlich übrigens Blade? das Ding? Ach da. Was? Blade entwickelt sich auf Level 16, glaube ich. Oh, so C-Gear mit C-Gear-Dings mit Herzen. Genau, schreibt auch mal in die Kommentare so eure Meinung über dieses dumme C-Gear, C, was weiß ich. Ich muss sagen, ich fand dieses Touchscreen im Heart Gold wirklich sehr, sehr geil. Da gab es ja dieses ganze Menü und so auf dem Touchscreen. Hier in der fünften Generation ist es dieses C-Gear. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hauptsache, ich halte nichts davon und ja. So cool. Jo. So, ich schau mal, ob ich mir irgendwo da ein Pokémon fangen kann. Und bin jetzt wirklich mal gespannt. Alter, laber keinen Scheiß. Jetzt muss ich doch noch zu Vivien. Oh Mann, ich vergesse das immer. Dass man da tausendmal zurückrennen muss. Das regt mich so auf. Ich möchte in diesem Part noch ein Pokémon fangen. Naja. Ansonsten können wir ja auch ein bisschen überziehen hier, ne? Wir hatten ja gesagt, so 25 bis 30 Minuten. Mann, hier gibt's ja nur Voltensos. Oder gibt's hier noch was anderes? Bitte? Bitte. Oh, ich hätte hier ein Pikachu fangen können. Hallo Pikachu! Du bist scheiße. Ja, okay, ich glaube, das war's hier. Hier gibt's nur Pikachus und Voltensos. Ach ja, genau, in jedem Gebiet gibt's ja Dinge. Mein Gott, jetzt habe ich das vergessen. In jedem Gebiet gibt's ja Pokémon von einem Typen. Toll, achso, das heißt, hier gibt's jetzt nur Elektro-Pokémon. Ich habe kein Elektro-Pokémon gebraucht, deswegen ist das jetzt echt kacke gelaufen, aber okay. Oh, Luxtra! Ihr wollt mich doch verarschen, hier gab's Luxtra! Warum sagt mir. Nein! Mann! Mann! So, jetzt bin ich gespannt, was es hier so zu fangen gibt Hier. und ob ich irgendwie verkacken werde, wenn ich hier jetzt hingehe. Okay, erstmal sind hier zwei Trainer. Ein Doppelkampf. Okay. Passt. Ja, ich glaube, ich sollte auch mal weitergehen. Ich halte mich hier immer noch in Wow, Scheiße! Onion City. Lasho Was? King und Was haben die? Regi-Stil. Fuck! Alter, nein! Oh mein Bei den Gott. Kleinen Gören da, bei den zwei Mädchen. Kindergartenkinder. Alter! Oh mein Gott. Alter, Regi-Stil mit Explosion. Alter, wenn das jetzt Explosion einsetzt, ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch, ey. Okay, Lasho King ist schon mal Oh mein down. Gott. Jetzt kann ich mich um Regi-Stil kümmern. Soll ich dir sagen, was sie bei mir haben? Stampfer. Stolunio und Somnium. Okay, schreck. Oh, Mr. Okay, Plant, ich du hör mal kommst jetzt aufzupassen. rein. Und ja, ich habe leider keine neutrale Attacke hier. Das ist sau scheiße, ich habe keine neutrale Attacke auf Regi-Stil. Das dauert Ich habe ewig. Ultraschall, das ist immer gut. Haha. Ultraschall ist wirklich eine sehr coole Attacke. Also am Anfang. Ach egal, hier Silberblick. Und bis. Ah, Neutralisator. Explosion! Fuck it! Scheiße, Mann. Nein! Fuck. Okay, Mr. Plant ist down. Killer hat es einfach so eiskalt weggesteckt. Hat gerade mal 16 KP verloren. Echt, oder Ja. was? Was hat denn der für Verteidigung, Alter? Keine Ahnung. Warte. Sogar gesenkte Verteidigung. Okay, ich muss Mr. Plant aussortieren. Oder kann zwei. Aber Explosion wurde ja in der fünften Generation abgeschwächt. Echt? Davor, also das hab ich selber nicht gewusst, das habe ich erst letztens gehört. Davor war es so, dass Explosion die Hälfte der Verteidigung vom Gegner weggemacht hat. Also das heißt, Brutalande hätte dann nur noch die Hälfte der Verteidigung, seiner Verteidigung. Aber das haben die in der fünften Generation rausgenommen, weil es dann zu stark wäre. Also erste bis vierte ist so, dass Explosion die Hälfte der Verteidigung wegmacht, bevor der Schaden abgezogen wird irgendwie. Und das ist dann verdammt viel. Okay.
Alter, Registeel hat zum Glück auch nicht so einen hohen Angriff, deswegen hat es so wenig abgezogen bei Killer. Aber Mr. Plant darf ich jetzt nicht mehr in einem Kampf verwenden. Das heißt, nur noch als Sklaven, ne? Was ist hart? Mhm. Kann dein eigentlich, oh mein Gott, ich merke gerade, mein Akku ist gleich aus, scheiße. Kann dein, Brutalander eigentlich so sonst noch so Attacken, ich meine, außer Biss? Ja, Raserei und Kopfnuss. Aber Raserei traue ich mich irgendwie gerade noch nicht einzusetzen. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin, glaube ich, jetzt am Arsch. Ich auch. Ich muss dringend trainieren, ey. Das ist so scheiße. Nach der Aufnahme gehe ich erstmal eine Runde trainieren. Ich habe Meditalis. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Der kann Kampf, das ist gegen Magnetilo sehr effektiv. Und der kann Psycho, das ist gegen Apollo sehr effektiv. Nee, ohne Scheiß, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich wechsle einfach. Alter, wirklich in der Folge hatten wir beide genug Schockmomente, oder? Ja, aber ich weiß, ich bin gerade in der Zwickmühle. Ich weiß jetzt nicht, was ich. Ich bin mitten im Kampf. Was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung. Metallsound. Spezialverteidigung vom Killer sinkt stark. Ja. Also mein. Ich weiß nicht, ich glaube, der kann jetzt noch. Jawohl, okay, jawohl. Nochmal mit. Okay. Weil am Anfang lernen die ja immer den Konfusion, also Meditalis. Ich glaube, der kann jetzt keine Kampfattacke, weil ansonsten hätte er es eingesetzt. Oh, Geduld setzt jetzt ein, du Wichser, du auch noch, oder was? Nee, 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 weg da. Ich klatsch dich weg. Ah, komm. Achilles. Gut, okay. Wo bist du gerade? Wahrscheinlich. Okay, ich bin verwirrt, das heißt, wenn ich jetzt wechsle, ist es weg. Gut. Ja, ich bin gerade im Kampf gegen Charon hier. Ach so, du bist da weitergelaufen. Nee, ich bin im Kindergarten, kämpf da. So, ja, ich bin erstmal weitergelaufen, weil ich erstmal was fangen wollte. Florentino. Außerdem möchte ich danach dann erstmal im Gras trainieren, nachdem ich hier was gefangen habe und dann. Dass ich dann für den nächsten Part auch gerüstet bin, ey. Ja, und weißt du, was bei mir passiert? Ich bin wieder in der Zwickmühle. Ganoville. Unlicht ist gegen Apollo effektiv. Boden gegen Magnetilo. Jetzt muss ich nur schauen, was kann denn der für Attacken? Ich glaube, Unlichtattacken kann der, glaube ich, gar nicht auf Level 10, oder? Weil. Suchen, ja. Vor allem suchen. Jo, dem wurde irgendwas gestohlen hier. Bla bla bla. Ja. Immer diese bösen Typen. Ja. Okay. Dann, ja, Blade ist vorne. Dann hole ich mir jetzt erstmal das Item. Und wir schauen erstmal, was hier drin ist. Komm. Oh Gott. Oh, geil! Roselia. Hatte ich noch nie. Was? Oh, cool. Aber ich kann leider. Ja, ich kann jetzt keine Konfusion einsetzen. Roselia war schon Gift, oder? Ja. Scheiße. Und hier. Ja, ich würde es eigentlich killen mit Killer. Was meinst du, darf ich Mr. Plant einsetzen? Nein. Zum Schwächen? Warum? Schwäch doch nicht, werf einfach Pokéball. Ich habe Apollo auch ohne Schwächen gefangen. Und das ist ein Apollo, es ist eine. Oder Cheater. Es ist eine Entwicklung, die dann auch so ein Ding zum Beispiel. Ja, eigentlich eine ziemlich. Vielleicht sogar niedrige Fangrate hatte. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich Apollo überhaupt schaffe ohne Ding Schwächen, aber ich hätte es dann halt geschafft irgendwie. Ja. Beim ersten Mal schon ausgebrochen. Oh, und ich könnte gleich vergiftet sein. Naja, Superball. Ich versuch's jetzt mal mit einem Superball. Komm. Superball. Eins. Ah, Mann, warum? Okay, ich bin vergiftet. So ein Scheiß. Habe ich überhaupt irgendwas, womit ich mich heilen kann? Das wäre so scheiße, wenn ich. Dann müsstest du fliehen.
Warte mal. Statushelm. Alter, ich hab kein... Fuck. Nein. Das Problem ist, ich bin auch relativ weit vom Pokécenter entfernt und Killer ist vergiftet, ne? Ja, ne, außerhalb vom Ding, Kampf, ist ja kein Schaden bei Gift. Echt? Also in der 5. Generation haben die es ja weggemacht. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Ah, das ist nice, das ist nice. Deswegen habe ich ja gedacht, gesagt, du musst fliehen. Ansonsten würde ich sagen, du musst okay, sterben. Roselia ist gefangen. Mit einem Pokéball. Sehr schön. Mit einem Superball funktioniert es nicht, aber... Soll ich jetzt noch in den Kampf rein mit Sheldon oder wollen wir Ding? Mach, wie du denkst. Ich gebe jetzt auf jeden Fall mal den Spitznamen, ja. Das ist so sinnlos, echt. Drei Kämpfe jetzt schon und wir haben erst einen Orden, ja? Wie oft willst du denn noch kämpfen, mein Freund? Wie oft willst du denn noch den Arsch versohlt bekommen? Ich hoffe, der startet jetzt nicht. Oh, okay, der startet wieder mit Glutex, so, Mann. So. Mal sehen, ob es hier auf der Route dann noch Gift. Ob es da Gift-Pokémon gibt oder Pflanzen-Pokémon. Würde mich echt mal interessieren. Naja. Ich werde es jetzt einfach mal. Ja. Hier. Ganz unkreativ Flower nennen. Oh, nenn's Fleur, ja, das ist französisch und das ist voll kreativ, ja. Französisch ist aber irgendwie scheiße. Ja, lass mich hier mal vorbei, danke. Hast mich überzeugt, französische Scheiße. Irgendwie, achso, ich hab vergessen, dass es eine Randomizer ist. Also, Chatten hatte irgendwie, in einem Kampf in der Schule hatte er einen Bibor und jetzt einen Tantel. Echt? Wurde das auch gerandomized? Also, das Starter-Pokémon ist immer gleich, aber ich habe gedacht, ein Team bleibt vielleicht auch so gleich. Also, ich weiß nicht, ich hab's gehofft. Aber irgendwie, nee. Also, nur Glutexo bleibt gleich. Okay. Ein Tantel hat er jetzt. Ja, aber ich glaube, das ist auch kein Problem hier. Ultraschall, bam, okay. Gut! Ja, okay, ja. Kommen wir beenden hier einfach mal den Part, oder? Ich will noch ein Pokémon. Ah, okay. Aus dem Weg, oh. Oder ja, fang du noch ein Pokémon, ich trainiere hier jetzt einfach. In der Zeit. Ja, okay, dann fange ich mir noch kurz ein Pokémon. Alter, 38 Minuten, Mann. Ja, geht doch. Krieg mal gerendert, Krieg mal hochgeladen. Irgendwie. Ja, ich sage nichts. Ich find's cool. Also das war jetzt übrigens wieder so ein typischer Pokémon-Entführungsvorfall, den wir ja schon 100.000 Mal hatten. Aber okay. Das ist schon eine neue Route, gell? Okay. Oh mein Gott! Nein, warum? Was denn? Warum? Warum? Hutsasa! Was will ich mit diesem hässlichen Pokémon? Okay, ich lach nicht. Das ist echt scheiße. Was ist das denn für ein hässlicher Scheiß, Mann? Das ist echt scheiße. Das ist vollkommen scheiße, aber ich werde es vielleicht sogar trainieren, weil Pflanze Gift. Oh nein, nicht Finsterball. Fuck, jetzt habe ich fast mein Finsterball verschwendet. Absorber mit Spezialangriffssteigerung? Okay, geht. Sehr viel. Ist das überhaupt ein gutes Pokémon, Mann? Keine Ahnung. Also, ich glaube, dass. Ach du Scheiße. Die Weiterentwicklung von Hutsasa ist ein ziemlicher Tank. Ja, ich habe ja die Weiterentwicklung. Ach so, hast du. Ja, ist ein ziemlicher Tank, also hat ziemlich viel Verteidigung, so. Dann ist es sogar vielleicht gut für Nuzlocke. Superpilz nenne ich den jetzt einfach, weil ich gerade keine kreativen Sachen hier habe, weil, keine Ahnung. Pilz. Aber hat halt auch, dadurch, dass es Pflanze ist, hat es ja auch relativ viele Schwächen, leider. Ja, das stimmt. Ach so, okay, hier gab es Gift-Pokémon auf der Route, weil jetzt ist so ein Rattan hier. Okay, Rattan wäre vielleicht nicht schlechter sogar. Ja, okay. Nidoking! Oh mein Gott, hier gab es Nidoking. Ey, komm, ich hätte Luxtra fangen können, ich hätte Nidoking fangen können, ey. Ohne Scheiß, das ist... Ah, okay. Ja, ist echt... Ich habe bis jetzt nur Roselia hier gefunden, ne? Naja, komm. Beenden wir hier einfach mal den Part. Ich bin jetzt schon bei 40,5 Minuten. Ich glaube, das reicht. Okay. Und ja, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Im nächsten Part nimmt dann Dirty Dancer hier den System-Sound auf. Und ja.
Was bin ich? Also bis dann.